nicht mehr so vergleichen. Also es liegt schon ein bisschen was, na, was ist der? Da, es liegt schon ein bisschen was dazwischen. Ich bin aber, würde ich sagen, von dem Sichtwinkel. Man sieht ja jetzt da eher den Bruch. Ich bin näher dran. Und ich bin mehr rechts. Also irgendwie. Doch da, wo die Ruinen sind. Es ist aber auch flacher. Entweder da oben, wo die Ruinen sind, oder da unten. Da drunter. Ich fliege da einfach mal hin und guck. Ja, hier nicht, ne? Ne. Hier? Das direkte Teleporter. Könnte auch hier direkt hier unten sein. Oder halt hier. Mal gucken. Ja, so passt das. Man sieht noch so ein bisschen. Ja. Wie viel ist denn von der ersten Statue verdeckt? Ja, eigentlich so. Eigentlich bin ich jetzt hier im Gold, richtig? Vielleicht noch ein bisschen. Weil dieser Baum da bei der rechten, beim rechten Ritter so ein bisschen davor steht. Dann müsste ich noch hier sein. Ah, hier. Das muss es sein. So. Und da ist dann auch die Farbe. Wunderbar. Was sind das für Dinge? Tja, wenn man jetzt hier noch ziehen könnte mit dem doofen Ding. Ist halt weit, da muss man ein bisschen höher halten. Von wegen die Gravitation und so. Da war ein Treffer, oder? Bisschen tiefer. Hä? Ich passte ja für den hier. Zu tief. Jetzt trifft man nix. Hallo, ich hab A gedrückt, du Scheißteil! Meine Fresse, ist die Steuerung schlecht. Das ersaufe ich wahrscheinlich im Teich. Naja. Er fängst doch da wieder an, wo du losgesprungen bist. Goldkrebs, 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 Goldkrebs. Wo, 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 wo. Da kann doch hier nicht weg aus diesem Salinebecken. Scheinbar schon.
Du kennst das Spiel aber schlecht. Da teleportiert alles, wie es gerade lustig ist. In dem Ausmaß, wie es dir am meisten schadet. Weil wir wollen es nicht so einfach machen, das Spiel nicht so einfach machen. Muss noch so Eidechsen. So. Da ist der blöde Maler. Hier ist die verschissene Malsache wieder. Ja, habe ich. Muss mir irgendwie besser sagen können, wo das ist. Soll ich selber holen. Guck mal, wie fett du bist. Solltest dich ein bisschen bewegen. Was für große Eile. Ich hab ganz große Eile, Bild fertig zu malen. Man muss den steinernen Mächten den letzten Schliff geben. Muss ich den Augen einsetzen, den Wächtern, oder was? Ah, oh, ja, Kletteraktion. Man sieht halt bei denen nichts, ne? Gucken, vielleicht fällt es mir auch, wenn ich davor stehe. Man da überhaupt drauf? Kann man drauf? Kann man drauf rumturnen? Ah! Osche Sicht! Ascheloch, hast du mich abstürzen lassen? Dämliche Ascheloch. Was hast denn jetzt ein Problem, Mädchen? Stell dich halt hin. Ich hab's nicht so mit Gravitation. Okay, ist ganz langsam. Hep. X. Dieser Kopf dieser Statue hat ein Loch und es sieht so aus. Ja, komm, ich leg was rein. A hineinlegen. Einfügen. Abliefern. A. Ein Zyklop hat nur ein Auge. Auf zu andere Zyklop. Zu dem drauf. Vielleicht von oben runterspringen. Runtergleiten. Na Gott, komme ich hier überhaupt hoch? Was für lange. Naja, jetzt machen wir erstmal dieses Rätsel. So. Zuckerblume, Dämmer. Aua.
schäm dich. Was ist denn da mit mir? Er nimmt mich hart und kräftig. Sie stöhnt auch schon so. Ja, ach, gib doch zu, es gefällt dir. Meine Güte. Wollen wir mal gucken, was da oben ist? Ich guck, was da oben ist. Ist gut. Ich denke, ist jetzt schon erledigt, das Teil. Schaffe ich das überhaupt? Na, Kräfte einteilen. Ach. Ich dachte natürlich, das wäre... Was ist denn mit dir los? Das ist ja schrecklich. Ich dachte, dass das so ein Kollaps ist. War es aber nicht. Naja, trotzdem laufen wir hier mal hoch. Da ist doch was. Was ist doch eine eingerankte Schatzkiste, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich brenne. Mein wallendes braunes Haar. Es brennt. Ich will immer hoch hinaus. Vielleicht gibt's da noch ein Geokulus. Ein Geokulus. Das kann man ja fast aussprechen, Geokulus. Im Unterschied zu Anemoculus. Omnibus. So, und hier oben ist... Nicht viel. Da kannst du noch weiter höher. Höher, höher, weiter. Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Ich verliere schon wieder die Orientierung. Wo wollte ich denn hin? Du wolltest auf den Kopf der zweiten Statue. Und wo ist die, bitteschön? Ich hab da. Ich hab die Orientierung verloren. Shit. Warte mal. Gibt's doch nicht. Hier irgendwo, oder? Ja, da, ich sehe doch den Speer. Es liegen da noch für Leichen rum. Ich kann uns auf die Schulter steigen, da wird ja mehr Sinn machen. Ich habe Angst, dass es abstürzt, weil weiß ja das Spiel.
Ah ja, jetzt kann ich das mit dem Geozauber aufmachen, das Tor, nehme ich mal an. Die sehen alle aus, als 13, 14 wären im Gesicht. Tja, schon bin ich unten. Bada! Was für Gegner? Ach Gottchen. Ach, die finde ich doch doof, weil die ständig irgendwo anders hin. Aber wie viel sind denn das noch? Der Witz ist natürlich, wenn die so viele Sachen machen, die schaden nur mir. Also glaubt man nicht, dass da irgendwie, wenn die in das Feuer laufen, dass denen das irgendwie was schadet. Das schaffe ich nicht hier in 90 Sekunden, die Typen da umzubringen. Guck mal, wie wenig da runter geht. Ach, schon mal, schon tot! Ist ja auch nicht wahr. Ja. Und jeder von den Blödmann kann zaubern, jeder teleportiert. Die sind Stufe 24. Das kommt mir vor wie. Stufe 104. Ich kann froh sein, wenn ich eins schaffe. Ah, nicht mal eingeschafft. Da. Ich muss halt doch noch irgendwie die Atombombe erfinden. Was? Mich rein. Zu schwer. Löse das Rätsel. Ja, Rätsel. Irgendwie weiß ich nicht, meine Figuren, die taugen alle nix. Irgendwas mache ich falsch. Dabei habe ich doch alles volle Kanne ausgebaut. Den Status, die Artefakte, die Waffe, alles. Das reicht trotzdem nicht. Wollen wir erstmal wieder heimgehen an irgendeiner. Muss ich später nochmal wiederkommen? Es ist irgendwie bei allem Scheiß, muss ich später nochmal wiederkommen. Finde ich nicht, ist zu schwer, erfriere ich ständig. Boah, meine Güte, bin ja gleich tot. Muss ich später nochmal wiederkommen. Es hat schon einen sakrischen Schwierigkeitsgrad. Am Anfang alles easy, aber jetzt, das ist ja. Weiß ich nicht, vielleicht wollen sie sich auch anfixen und wenn du dann irgendwie so weit bist, dann hast Gefallen an dem Spiel gefunden und nimmst es ernst, weil du schon so lange spielst. Jetzt deine Spielfigur und alles, was du an Zeit investiert hast, natürlich nicht verlieren und dann ziehen sie das Geld aus der Tasche. Obwohl, ich könnte die Gebete ja auch so machen. Ich habe ja noch 540. Göttliches Werk. Höre mal schon, alle 10 Ziehungen erhältst du sicher Objekt mindestens 4 Sterne. Opferschwert. Wanderlust.
Ganyu ab. Die limitierten Figuren mit 5 Sternen gibt es nur während des jeweiligen Aktionszeitraums über das entsprechende Gebiet. Wähle Details, um mehr zu erfahren. Details, bitte. D-Pad links. Wahrscheinlichkeit für 5 Sterne Objekt 50%. Wow, das ist doch gut, oder? Das ist gut, ja. Wie komme ich jetzt wieder raus? Da oben. Klack. A, ein Gebet. Y, 10 Gebete. Ein Gebet. Nach verwogenem Schicksal mal 1 willst du Urgestein 160 dafür ausgeben. Wie rares für Staub und Glanz. Ja, ja. Und ich kriege ein Magieführer. 3 Sterne. Irgendwie habe ich das nicht richtig verstanden hier, oder? Details. Die Wahrscheinlichkeit für ein 5-Sterne-Objekt ist 50. Und die Wahrscheinlichkeit für ein 4-Sterne-Objekt ist auch 50. Dementsprechend müsste ich ein 4 oder 5 kriegen. Details. Na, die Noel habe ich ja schon. Edelmütiger Jüngling. Moment mal. 0,6%. Warum steht da 50%? Ich meine, das ist ja nur Faktor 100. Während die Gesamtwahrscheinlichkeit mit Garantie 1,6% beträgt. Innerhalb von höchstens 90 Gebeten erhält man demnach auf jeden Fall eine 5 Sterne. Ah, jetzt weißt du, wo das Geld losgeht. Kannst 1000 Euro ausgeben, dann hast du dein Ganju. Aber während des Aktionszeitraums flüchtige Bekanntschaft besteht die Basiswahrscheinlichkeit zum Ziehen von 4,5% von 4 Sternefiguren 2,5 und von Waffen 4 Sterne Waffen 2,5 und die Gesamtwahrscheinlichkeit zum Ziehen von 4,13%. Ja, irgendwo stand irgendwie noch 50. Nach höchstens 10 Geboten erhältst du demnach auf jedes Objekt dann mit 4 Sternen. Wobei die Wahrscheinlichkeit für 4 Sterne Objekte 99,4 und die Wahrscheinlichkeit von 5 0,6. Sobald du bei einem Gebet ein 4 Sterne Objekt ziehst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%. Ja, von 50%. Also, hast du 0,6%? Also 1 zu, was weiß ich, 90 Gebete, oder noch weniger, oder 200 Gebete, hast du da den Joker gezogen, dann hast du 50-50 Chance, eine Aktionsfigur zu kriegen. Das ist ungefähr so, wenn du 6 richtige mit Zufallszahl hast, hast du die Chance irgendwie, das nicht in Euro, sondern in Dollar ausgezahlt zu bekommen. Aber die Gesamtchance zu gewinnen ist halt immer noch 1 zu 140 Millionen im Lotto, ja? Egal in welcher Währung das ausgezahlt wird. Da kann ich nicht schreiben, oh, 50% Chance, dass du gewinnst.
Ja. Aber das bezieht doch nur irgendwie auf Ganyu. Eben nicht. Hier steht für 5-Sterne-Objekte. Das heißt also für alle 5-Sterne-Objekte. Was sie eigentlich schreiben wollte, Wahrscheinlichkeit, dass du den Ganyu kriegst, wenn du das größte Glück auf Welt hast, ein 5-Sterne-Objekt, welches 0,6% Wahrscheinlichkeit hat, ist 50%. Es ist also Beschiss hoch 3. Das ist false advertisement. Das ist einfach nur Betrug. Die wollen dich für dumm verkaufen. Und dann hier oben ganz klar 50%. Und hier unten steht dann irgendwie ganz klein. Ja doch nicht. Hab dich verarscht. Okay, das kannst du also vergessen. Das ist 0,6% oder 0,9%. Muss ich ja nur 90 Mal betten. Dann kriegst du 5 Sterne. Nee, steht noch 4 Sterne. Irgendwie sowas. Wie viele Gebete habe ich eigentlich? Gar keine. Ich bezahle die mit dem Zeug da. Mit diesem 555 super teuer. Alle 10 Ziehungen erhältst du sicher Objekte mit mindestens 4 Sternen. Tja. Details. Da steht wieder Wahrscheinlichkeit für 5 Sterne Objekte 75%. Das ist nicht wahr. Wahrscheinlichkeit für 4 Sterne sind 75%. Ist klar, sind zusammen 150. Ich habe bei jeder Ziehung 150% wahrscheinlich. Das geht doch gar nicht. Über 100 geht doch gar nicht. Es ist. Naja. Und Wanderlust ist halt normal. Standardgebet. Göttliche höhere Wahrscheinlichkeit. Stolz des Himmels. Hier hätte ich gern. Und dann sagt er dir, aber du hast kein verwobenes Schicksal. Verwobenes Schicksal ist nämlich das, dieses komische, naja, was aussieht wie so ein Wollknäuel. Das hast du nicht. Aber du kannst es kaufen, 160 Urgestein. Was kostet eigentlich 160 Urgestein? Es ist ja extra so gemacht, dass das nicht so einfach ist. Da gibt's da bestimmt einen Shop, einen Händler. Ich hätte gern 160 Urgestein. Da. Oder verwobenes Schicksal. Bezahle ich dann, Geld unzureichend. Mit Sternenglanz kaufen, mit Sternenstaub kaufen, mit Urgestein kaufen. Ja. Keine Ahnung. Kaufen, kaufen, kaufen. Kristalle aufladen. Das sind wieder Schöpfungskristalle. Also, nehmen wir mal an, Schöpfungskristalle, ich will verwobenes Schicksal kaufen, kostet 5 sind Schöpfungskristalle. Nee, das ist Sternenglanz. Also ich muss Sternenglanz zu also zu kaufen gibt es ja nur Schöpfungskristalle. Da muss ich ja irgendwie die Schöpfungskristalle zu Sternenglanz machen.
Na, die sehen so ähnlich aus, sind es aber nicht. Und welcher Wert ist das? Also man kann irgendwie auch gar nicht erfahren, wie viel.